Der Bruder fragt, was ist der Urteil von den Spielzeugen von Kindern? Und der Hadith ist für uns bekannt, dass der Prophet Muhammad Sallam gesagt hat, die Engel betreten nicht den Raum, wo ein Hund ist oder sozusagen Bild ist. Bild oder Gestalt oder sonstiges, Götzen oder sonstiges. Und diese Spielzeuge beinhalten, oder gibt es Spielzeuge, die sind sozusagen Formen oder haben Formen oder haben Bilder, sind Bilder, also Bilder von Lebewesen. Hier kehrt man zu der Sunna des Propheten zurück. Aisha radiallahu anha hatte Spielzeuge gehabt. Und der Prophet Muhammad sallam hat Aisha gesehen, dass sie mit diesem Spielzeug gespielt hat. Und hat sogar auch mit ihr Spaß gemacht. Ja? Hat er zu Aisha gesagt, ein Pferd, der Flügel hat, er hat ein Spielzeug gehabt, ein Pferd mit Flügel. Dann sagt sie Aisha, und sie war auch schon als kleines Kind, aber hatte sie Fiqh und Verständnis gehabt. Das heißt, hast du nicht gehört über die Pferde von Suleiman, dass sie Flügel hatten? Und dann hat der Prophet dann gelacht und hat er nichts Verbotenes, also nicht zu verboten erklärt. Und das gehört zu Sunnah was und Taqrir. Das heißt, wenn der Prophet Muhammad sallam etwas sieht und nicht verbietet, dann gehört das, dass das erlaubt ist. Aber was pflegt der Aisha zu machen? Und das ist eine Empfehlung für zu Hause. Wenn sie fertig war mit dem Spielen, hat sie das in eine Kiste gemacht und war das nicht öffentlich, dass das überall rumhängt oder in dem Raum ist. Ja? Deswegen, man kann die Kinder spielen lassen. Und wenn sie fertig sind mit dem Spiel, dass man das dann in eine Kiste oder in einen Ort tut, wo das dann nicht die ganze Zeit so bleibt. Weil das ist erlaubt für den Nutzen, dass die Kinder etwas spielen. Und wenn diese Funktion und dieses Nutzen fertig ist, dann versucht man sein Haus wieder frei zu halten.